Rechnung. So, Lieben, die Aufzeichnung läuft. Ja, wir dürfen euch recht herzlich zu unserem heutigen Training begrüßen. Es ist der 24. Januar. Es ist ein Teil unserer Trainingsserie. Ja, wie baut man sein Business mit Root erfolgreich auf? Wir haben in den letzten Wochen über viele dieser Themen gesprochen. Wir haben vor allem in den letzten 2 Wochen angefangen, Arbeitsgruppen zu gründen. Darüber werden wir uns gleich mal ein kurzes Feedback holen. Aber wir werden heute auch über das Thema, ja, wie generiert man, wie kommuniziert man denn mit den Kontakten? Darüber werden wir gleich reden. Aber vorweg möchte ich euch am Anfang dieser Videoaufzeichnung eine Mitteilung geben, die ich als wichtig empfehle und zwar oder empfinde. Denn ich habe gerade mit jemandem gesprochen, die mit der Dr. Dory einen langen Austausch hatte. Und zwar geht es um den kommenden Dienstag. Die Dr. Dory hat für den kommenden Dienstag einen Call vorbereitet mit dem Dr. Stefan Rau. Viele von euch kennen ihn schon, haben ihn schon gesehen auf Trainings von Root. Und dieser Call am Dienstag wird etwas länger dauern. Das heißt, wir gehen davon aus, dass die einfach überziehen. Und das Ganze wird ja simultan vom Roland in Deutsch übersetzt. Das heißt, es gibt im Grunde genommen gar keinen Grund, an diesem Dr. Dory Call am Dienstag nicht dabei zu sein. Also, man hat sich da was einfallen lassen. Es wird ein tolles Training werden. Es wird wohl natürlich in Kombination mit unseren Produkten um das Thema Entgiftung gehen. Es wird um das Thema vermutlich der Mikrobiom gehen, also der Darm-Hirn-Achse. Genau, lassen wir uns überraschen, was da im Endeffekt passieren wird. Der Clayton wird dabei sein und wie gesagt, der Dr. Stefan Rau als Mitkommentator. Und genau, das Ganze wird auch aufgezeichnet in Deutsch. Das habt ihr sicherlich auch schon auf dem Root-Kanal gesehen, dass dort jetzt immer wieder auch Videos erscheinen, jede Woche mit den deutschen Übersetzungen. Mir war das wichtig, einfach jetzt im Vorfeld nochmal darauf hinzuweisen, Ich womöglich. suche mir den Link raus und schicke dir eine Gruppe. Genau, wir, oder vielleicht einfach auch nochmal, dass wir einen Flyer dafür vorbereiten. Ich glaube, die haben sich lassen. Ja? Genau, okay. Also, präsentieren wir, bereiten wir vor, nur dass ihr euch den Dienstag dann um 20 Uhr deutscher Zeit schon mal im Hinterkopf behaltet. So wäre es richtig. Gut, ihr Lieben, dann will ich ganz kurz zum Anfang dieses Trainings mal hören, was wir für Erfahrungen gemacht haben in den unterschiedlichen Arbeitsgruppen. Nochmal ganz kurz für alle, die ganz neu sind. Wir haben in den letzten Wochen darüber ja, philosophiert, wie generiert man Kontakte, ja, wo findet man seine Zielgruppe. Und aus dieser ganzen Thematik heraus sind dann Arbeitsgruppen entstanden. Und zwar Menschen, die ein gemeinsames Thema haben, eine gemeinsame Zielgruppe haben. Ja? Und in diesen Arbeitsgruppen sich man zusammentrifft, ja, über Zoom eine eigene Gruppe hat und sich dann dort ganz explizit austauscht. Diese Gruppen sind ganz bewusst linienübergreifend. Sondern hier geht es eigentlich darum, hey, find den Menschen, der dir sympathisch ist, find die Gruppe, die dir sympathisch ist und erarbeitet gemeinsam etwas, um voranzukommen. Wir haben da zum Beispiel eine Arbeitsgruppe, die nennt sich Frauen über 50. Wir haben also, deren Zielgruppe ist also das Thema Frauen über 50. Wir haben eine Arbeitsgruppe, die kümmern sich bewusst um Menschen, die sich mit Zeolith schon auseinandergesetzt haben, auch im Bereich der Heilpraktiker. Da werden wir sicherlich gleich was von Peter hören können. Genau, bei Frauen über 50 werden wir womöglich von Kerstin und von Iris was hören können. Und auch von Ute ist nicht dabei, ne? Okay. Dann haben wir ein eigenes Projekt. Vielleicht kann die Birgit da gleich ganz kurz was zu sagen. Da geht es um Hilfsprojekte, wo die Birgit für sich ein Ziel hat, mit ihrem Team, die ein sehr großes Team hatte, der international aufgestellt ist, mit ihrem Team. Dann haben wir eine Gruppe, weiß gar nicht, inwiefern sie jetzt schon geschlossen ist, sich gegründet hat. Da geht es um das Thema der Spiritualität. Vielleicht, ich ob die Michaela gleich was dazu sagen kann. Habe ich dann noch Ach so, sonst? Stefan. Genau, die sind aber jetzt gerade nicht dabei. Okay. Und dann haben wir noch eine Gruppe der digitalen Nomaden als Zielgruppe, also Menschen, die das Thema Freiheit, ja, sich frei zu machen aus diesem System oder halt ja, am Computer Geld verdienen haben. Da hören wir vielleicht gleich was von der Petra oder vom Marc. Genau. Also,
Ganz kurz, und das wäre jetzt mein Wunsch, dass sich jeder zu der Gruppe oder auch gerne jeder, der hier ist, sich kurz dazu äußert. Wie läuft es bei euch? Was habt ihr in dieser Woche getan? Wo hakt es womöglich? Wo ist bei euch der Fluss? Wie fühlt ihr euch bei der ganzen Geschichte? Und wer möchte anfangen? Einfach mal Mikro freischalten und loslegen. Michaela. Ja, also ich bin zusammen momentan mit Axel und Stefanie, haben wir mal angefangen, letzte Woche diese Gruppe Spiritualität zu gründen. Ganz kurz erzählt, wir haben im Endeffekt mal so ein, erstmal so Axel und ich ein kleines Beschnuppern gemacht, weil ich ihn ja noch gar nicht kannte. Und Stefanie ist dann hinterher in einem Zoom-Call dazugekommen, da haben wir uns dann mal einfach so ein bisschen ausgetauscht und es ging letztendlich erstmal, welche Fragen würden denn von spirituellen Menschen gestellt werden, und da wollten wir uns jeder Gedanken zumachen, wie wir aus unserer Sicht, wenn wir jetzt mit sowas konfrontiert werden würden, wie wir denn reagieren würden, was würden wir für Fragen haben. Da wollte jeder für sich so Fragen sammeln. Dann haben wir uns noch ausgetauscht bezüglich so ein bisschen, wie man so ein Vergleich, so Steve Jobs hat ja auch ein iPhone anders präsentiert, wie andere Firmen ihre Produkte präsentieren. Dann haben wir uns da ein bisschen mit Videos noch ausgetauscht. Das war mal so der Stand in unserer Gruppe. Und wir hätten auch noch Platz. Ich glaube, irgendeine Lilly hatte mal beim Axel angefragt, habe ich mitbekommen. Und es wäre auch noch Platz. Genau. Also ich würde sagen, unsere Gruppe, dass wir die auch, habt ihr auch gerade eine Nachricht geschrieben, dass wir vielleicht auf Telegram switchen, dass wir die Lilly auch noch mit involvieren. Werde ich noch machen, genau. Ja, cool. Also, da ist was in der Entstehung. Du hast gerade etwas ganz Tolles gesagt, Michael. Ihr habt euch Gedanken darüber gemacht, wie oder welche Fragen würden bei eurer Zielgruppe auftauchen. Und das ist womöglich das Entscheidende, nämlich ich hatte auch gerade im Vorfeld mit unserer digitalen Nomadengruppe so eine kurze Runde. Und auch das ist auch ein Part unseres heutigen Trainings, sich nämlich immer darüber Gedanken zu machen, wie reagiert diese dritte Person, dieser Interessent? Ja? Was bewegt diesen Menschen? Ich komme da gleich nochmal näher auf dieses Ziel, aber das fand ich schon mal sehr, sehr wichtig. Ich hoffe sowieso, dass jeder von euch vielleicht auch einen Zettel und Stift dabei hat, wenn ihm irgendwas gefällt von dem, was er hört, dass man sich das halt auch notiert. Aber es ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt bei der ganzen Geschichte, ja? Dass wir uns immer Gedanken machen, da ist jemand, den wir für uns gewinnen wollen, da ist eine Zielgruppe, die wir für uns gewinnen wollen. Ja? Also geht es nicht darum, was wollen wir, sondern ja, wo ist die Lösung für diese Zielgruppe? Wo können wir diesen Menschen bei helfen? Finde ich ganz, ganz spannenden Ansatz, den du da gerade gebracht hast. Danke dir. Dann frage ich weiter in die Runde, wer möchte sich zu seiner Gruppe, Birgit? Ja, hallo. Ich habe ja mit Hilfe von Stefanie ein ganz tolles E-Mail zusammengestellt für diese Lupus-Gruppe in Amerika. Könnt ihr mich hören? Wir hören dich sehr gut. Wunderbar. Okay, und wir haben, was wir jetzt anschreiben, ich habe diesen Lupus-Präsidenten, also diesen Emmett, na, der ja selber unser Produkt Clean Slate ausprobiert hat und damit eigentlich sehr zufrieden ist. Und er meint, also ihm wurden ja schon viele Produkte mal angeboten, mal zum Ausprobieren, und dass er das denn auf den Markt bringt. Und er sagt, also sowas wie Clean Slate hat er noch nicht gehabt. Und deshalb ist er auch bereit, mehr zu machen. Und wie gesagt, er ist der Präsident der Male Lupus Foundation of Amerika und hat natürlich viele Lupus Ambassadors in den verschiedenen Staaten. Na, die haben ja alle Ambassadors, die dann so Florida vertreten oder Ohio vertreten und so. Und die schreibt er mit diesem E-Mail jetzt an. Und in diesem E-Mail haben wir auch wirklich die Suani gesprochen. Wir haben kein Produkt angeboten. Wir haben über seine Erfahrung gesprochen, die er gemacht hat und wie er eigentlich den Menschen helfen möchte. Ja, damit denen das auch wieder besser geht und. So. Und dann natürlich mit reingeschrieben, wenn ihr jetzt, wer Interesse hat, an diesem Webinar dabei zu sein, und dann wollen wir natürlich den Kleten wieder mit dazu bekommen, dass die sich denn melden. Und da bereiten wir uns jetzt gerade drauf vor. Ne? Das ist jetzt für mich also nur der Anfang, ist wirklich nur Lupus. Wenn wir das hinkriegen, und das werden wir hinkriegen, da glaube ich fest dran, da gibt es natürlich so viele Krankheiten, ne, die wir ansprechen können und viele Organisationen. Ich meine, the sky is the limit, ne? Wirklich. The sky is the limit, das ist sehr, sehr schön, Birgit. Danke dir. Ja. Und was ganz wichtig hier raus zu hören ist,
ja, herauszuhören, es ist dieses Thema groß zu denken. Wir haben hier ein wunderbares Produkt, wir haben eine ganz einfache Geschäftsgelegenheit. Ja? Und die Birgit geht da an diesen weltweiten Präsidenten einer Lupus-Vereinigung. Ich habe Lupus vorher nie gehört. Ich kannte Lupo irgendwie, das war mal ein Comic früher. Aber Lupus ist ein Auto. Lupo ist auch ein Auto, ja. Aber es gab früher einen Comic in meiner Kinderzeit, das war Lupo. Aber ja, aber spannend, ja, mal groß zu denken. Ja, ich muss doch nicht immer nur das 1:1, ja, dieses kleine Geschäft sehen, sondern da draußen gibt es Riesenorganisationen, ja, und mit dem, was Clayton uns an Kommunikation anbietet, an Videos anbietet, oder auch an Fachwissen hier vorhanden ist in der Gruppe, sei es durch Verena, sei es durch Stephanie, sei es durch euch, jeden Einzelnen von euch, der sich tiefer in diese ganze Thematik der Produkte reingearbeitet hat, ja. Sicherlich ist auch Peter zu erwähnen jetzt, der ja auch als Heilpraktiker unterwegs ist. Da ist so viel möglich. Ja? Es geht nur darum, dieses Loslassen, diese Ängste wegzudrängen oder einfach gar nicht zu haben. Zu sagen, hey, warum soll ich nicht mal an die ganz Großen rangehen? Ja, wir haben über dieses Thema schon mal gesprochen. Da draußen gibt es eine Menge Influencer, Social Media Rockstars. Da draußen gibt es Persönlichkeiten, bekannte Menschen, die große Netzwerke haben. Ja? Und mit dem richtigen Konzept, und da muss man sich mit beschäftigen, und Birgit, ich weiß ja, dieser Prozess dauert ja auch schon Monate jetzt. Ja? Ja. Aber das ist ein Prozess. Aber wenn das ins Rollen kommt, so wie Birgit gerade sagte, wenn das funktioniert, und sie geht davon aus, ja, was wird dann da hinterherkommen? Und dann hat sie einmal die Sicherheit, dass das geklappt hat, dann hält doch Birgit nichts mehr auf. Ja, die eh schon ein mega starkes Team hat. Birgit hält eh nichts auf, die hat eh schon ein mega Team. Ja? Ja, aber ja, Großdenken, ja, auch Wolfram, ich gucke dich dabei gerade mal an, auch an die Großen ran, du hast ja die Kontakte, ja, aber halt mit dem richtigen Konzept und mit der richtigen Idee und nicht so dieses mit der Tür ins Haus fallen oder mit dem Kopf durch die Wand gehen zu wollen, sondern ich habe gerade so ein Wort genannt in meiner vorigen Gruppe, Leichtigkeit. Das ganze Business, was wir hier in der Hand haben, darf leicht sein. Und du darfst es leicht sehen. Ja. Ja? Lass es uns nicht verkomplizieren. Network Marketing ist komplex. Ja? Die Marketingpläne sind komplex. Haben wir alles nicht. Ja? Viele Produkte sind komplex, weil es einfach nur um Mineralien geht oder eine ganz bestimmte Nische, wo dieses Produkt womöglich funktioniert und wird. Hey, wir haben etwas, was einfach den Körper reinigt. Also wir haben doch, das Ding ist so leicht und auch leicht zu erklären. Weil das, was Clean Slate gerade hat, flüssiges Zeolit, meines Wissens nach gibt es niemanden in Europa, der ein flüssiges Zeolit im Markt hat. Wir haben das Produkt hier in Deutschland. Ja, das heißt, wir dürfen die Dinge leicht sehen und wir dürfen überzeugt sein, selbstbewusst sein. Ja, und dann ja, funktionieren die Dinge auch. Ja. Step by step. Es ist kein Meister fällt vom Himmel. Ja. Aber jetzt liegt es an uns, an jedem von uns. Danke dir, Birgit, für diesen Ausblick. Ja? So, welche Gruppen haben wir noch? Wer möchte noch sich dazu äußern? Zu seiner Arbeitsgruppe. Wolfram. Ich habe leider noch keine Mitgliedschaft in der Arbeitsgruppe, aber ich würde gerne zur Zeolit-Gruppe zählen und zur Gruppe über 50. Okay, bitte nur eine, weil wir haben uns irgendwo geeinigt, dass jeder nur eine Gruppe macht, damit es nicht zu viel 50. für einen selber 50. wird. Aber das sind die Frauen. Da sind nur Frauen drin, Wolfram. Da passt ja, genau. Deshalb fehlt das ja. Aber ich gehe in die Zeolit-Gruppe natürlich, denn ich habe schon sehr viel Erfahrung mit Schwermetallen, schon seit den 90er Jahren, wo ich Infusionen gemacht habe. Und später kam das Zeolit. Und ich kenne auch den Gründer und Inhaber dem Zeolit-Hersteller. Fällt mir gerade nicht ein. Aus Österreich, der oder aus Deutschland? Bitte, aus Deutschland, aus Sachsen, ja. Okay. Wen haben wir denn von der Zeolit-Gruppe hier? Den Peter, ne? Peter, du bist in der Zeolit-Gruppe drin. Seid ihr voll? Wie ist das bei euch jetzt? Aber ich wollte. Also, ich bin nicht in der Zeolit-Gruppe. Ich bin in der Heilpraktiker-Gruppe. Okay, ich dachte, das wäre gleichzeitig auch die Zeolit-Gruppe, die Heilpraktiker-Gruppe. Dann habe ich da irgendwo mehr. Das ist die, Peter, die Verena hat das Zeolit-Gruppe genannt.
Aber das ist die Heilpraktikergruppe. Okay, das ist die Heilpraktikergruppe. Da gehöre ich ja dazu, ich bin ja Naturheilarzt, das ist ja fast natürlich. Okay, aber jetzt müssen wir natürlich gucken, weiß nicht, Peter, seid ihr voll? Wie viele Leute seid ihr bei euch? Also ich glaube, wir sind 5 Leute jetzt. Also da wollte noch jemand mit reinkommen, aber ich weiß nicht, ob die Person da jetzt mit bei ist. Das kann ich nicht sagen. Ja. Peter, das bin ich. Ich bin mit drin. Ich habe nur noch nicht am Anruf beigetragen, war nicht dabei. Ich habe letzte Woche die Einladung am Montag nicht gekriegt, aber morgen früh bin ich dann drin. Ja, aber ich finde es jetzt auch nicht störend, wenn da jetzt einer mehr oder weniger ist. Also ich finde, da gibt es so viel zu tun. Und wir haben ja... Ich kann ja mal erzählen, was wir bis jetzt gemacht haben. Mach mal, ja, bitte. Ja, also wir es ging erstmal darum, dass man so irgendwie aufteilt, in welchen Regionen wir arbeiten, jeder Einzelne so, ne? Dass wir so mit Postleitzahlen oder Orte aufteilen, wie auch immer. Das war so das eine Thema, aber das andere, wie wir eben Heilpraktiker ansprechen, und zwar auch mitten schriftlich, wenn man jetzt ein Telefongespräch führt, dass du mir, Henrik, da hast mir ja auch noch was zugesagt und das hat mich sehr berührt auch, weil ich denke immer so kompliziert und so, ich will immer so tief einsteigen. Und dieses Einfache ist natürlich einmal für mich viel einfacher und natürlich viel besser nachvollziehbar für denjenigen, dem man da was erzählen möchte. Und ich weiß gar nicht, also der Dirk wollte auch was ausarbeiten. Ah, Dirk ist ja auch hier, genau. Dirk, ja. Und also, dass man einfach einen einfachen Text hat, den man einfach... Ja. Den Leuten schickt. Mit einer ganz neugierig machen, das war das Stichwort, genau. Das finde ich ziemlich gut und wir haben morgen, wir haben immer montags das Treffen um 8:30. Ja, und das läuft eigentlich ziemlich harmonisch am Abend. Das ist wirklich nett. Montag früh um 8:30 oder abends? Ja, morgens. Morgens. Also Wolfram, Grundvoraussetzung dabei zu sein ist, dass du montags um 8:30 dabei sein kannst. Wenn das nicht klappt, dann wird es eh schwierig. Klappt das bei dir? Wolfram, du bist stumm? Also morgen klappt schon nicht, da habe ich Teleklinik-Termine. Ja. Also Beratungstermine, aber ich kann es ja danach dann einbuchen. Ja. Ab der Woche darauf. Vernetzt euch bitte. Ja, Wolfram, hier ist der Peter Bostedt, hier ist der Dirk Bahler, die gehören beide zu dieser Gruppe hinzu. Und da ist die Verena Behle auch noch dabei und die Birgit Lottering, die du hier siehst. Und der Axel ist dabei, ne? Ist der Axel bei euch dabei? Ja, ne? Genau. Ja, Axel ist auch dabei. Der Axel Altmüller. Wolfram, bitte vernetzt dich, dass ihr euch über Telegram vernetzt, dass ihr euch austauscht, dass du guckst, inwiefern du in der Gruppe deinen Mehrwert mit dort reingeben kannst. Ja. Zu dem, was der Peter gerade gesagt hat, weil er hat gerade erwähnt, wir hatten über etwas gesprochen, will ich gleich nochmal ganz kurz erwähnen. Das gehört auch zu diesem Training des heutigen Tages eigentlich dazu, weil wir erleben immer wieder diese Situation, dass viele Menschen, die aus der Gesundheitsbranche kommen, ja, die ein unglaubliches Wissen haben, auch über das Produkt oder generell über das Thema Gesundheit, dass sie ihre Interessenten verbal immer wieder tothauen aufgrund all der Informationen, die sie liefern. Und das ist das Gleiche, was wir im Grunde bei der Michaela gerade verstanden haben. Ja, wenn es in eurem Fall um eine E-Mail geht, die ihr gemeinsam kreieren wollt, ja, die ihr als Erstkommunikationsinstrument oder als Erstinformation nutzen wollt, um an eure Zielgruppe ranzugehen, dann bitte auch da, betrachtet diesen Entwurf der E-Mail mal aus der Falkenperspektive, ja, um zu sehen, würde ich darauf reagieren, wenn ich so eine E-Mail bekomme. Ja, und diese E-Mail sollte nicht so sein, sondern sie sollte so sein. Ja, sie sollte kurz sein, sie sollte Interesse wecken, sie sollte neugierig machen, aber sie sollte nicht mit Wissen prahlen. Ja, und jetzt hat jeder natürlich seine eigene Zielgruppe, jeder hat seinen eigenen Markt und deswegen macht es auch keinen Sinn, da jetzt irgendwo eine vorgefertigte E-Mail hier zu präsentieren, sondern erarbeitet euch diese Dinge gemeinsam, aber beobachtet es bitte immer aus der Perspektive eures Interessenten. Wie würdest du so reagieren, wenn du so eine E-Mail bekommst? Ja, ganz wichtig. Dirk, da du auch in der Gruppe drin bist, ich weiß nicht, bist du dabei? Dann würde ich dich vielleicht auch ganz kurz dazu mal hören zu eurer Gruppe.
Hallo Dirk. Ja, ich komme jetzt dazu. Einen Moment, sie sind nicht optimal ausgeleuchtet, aber alles gut. Das Profilicht ist noch in der Ecke. Ja, also was wir ja auch gemacht haben, wir legen eine Wissensdatenbank an mit den Erfahrungsberichten. Einmal kümmert sich einer bei uns im Team um die deutschen Erfahrungsberichte, ich glaube momentan die Verena. Ich habe jetzt die letzte Woche die englischen übernommen, noch nicht alles komplett gemacht, auch noch nicht übersetzt. Und habe heute noch an dem Text gearbeitet, den der Peter als Erstentwurf ja, mir geschickt hatte. Und die E-Mail ist auch gedacht als Zweitkontakt. Also der Peter geht ja so vor, dass er erstmal anruft. Und ist wahrscheinlich auch die beste Vorgehensweise, dann kann man direkt Bezug nehmen. Weil natürlich, klar, eine normale Mail heutzutage, man bekommt so viel Newsletter-Spam und das geht dann oft unter. Also ist natürlich diese Strategie, erst über einen Anruf zu gehen, wesentlich effizienter. Sollten wahrscheinlich alle machen und nur eine E-Mail schicken, da wird wahrscheinlich die Öffnungsrate nicht so hoch sein. Ja, sehe ich auch. Sehr gut. Genau, also direkt den kalten Anruf an den Heilpraktiker, erst Austausch und dann erst Informationen per E-Mail verschicken. Bin gespannt, wie sich das bei euch entwickeln wird. Und ja, womöglich nutzen wir ja vielleicht auch mal irgendwie eine der nächsten Wochen, dass jede Arbeitsgruppe dann auch vielleicht so, ja, müssen wir mal so als Zukunftsperspektive sehen, ja, dass man in so einer Arbeitsgruppe auch, dass die Arbeitsgruppe sich vorstellt, dass die Arbeitsgruppe von den Erfolgen spricht, ja, von der Art und Weise, weil es geht ja hier um Teamarbeit. Jeder aus dem Team, auch aus anderen Gruppen, soll ja für sich selber was mitnehmen. Deswegen reden wir ja auch ganz explizit jetzt über die eigenen ersten Erfahrungen, die wir jetzt in den ersten Wochen gemacht haben. Insofern, ja, klasse. Danke, Dirk. Danke, Peter. Jetzt haben wir noch zwei Gruppen, glaube ich. Wer möchte? Ja, ich wollte gerade nur schnell Tschüss sagen. Ich muss wieder weg. War total interessant, die Sachen heute Abend zu hören von den einzelnen Gruppen. Und ich wünsche euch noch eine schöne Zeit für heute Abend, einen regen Austausch und ja, mit Leichtigkeit, Spaß und Freude. Gerne. Ja, genau. Und die letzte halbe Stunde kannst du dir theoretisch ja immer noch dann auch per Video angucken, per Aufzeichnung. Genau. Ich wollte nur dabei sein. Danke. Aber euch erstmal einen schönen Abend noch. Lieben Dank. Tschüss. Alles Gute. Jo. Was mir dabei gerade einfällt, wir haben die Rita Vorhoff noch gar nicht begrüßt heute Morgen hier. Auch das ist Michaelas Team. Lieben Gruß an die Rita. Hallo, freue mich. Ja, sehr schön, dass du da bist. Gut. Also, mach mich wieder stumm. Danke dir. Wer möchte noch was sagen, ganz kurz zu seiner eigenen Gruppe? Ja, ich sag noch was dazu. Und zwar fand ich das jetzt auch mega interessant, von den anderen Arbeitsweisen mal zu hören. Und was ich ganz, ganz wichtig fand, dass man wirklich sich fragt, was braucht meine Zielgruppe? Und da musste ich auch eben an unseren Call denken. Und das darf man einfach nicht vergessen, die Herausforderung, die ein digitaler Nomade zum Beispiel hat. Der braucht WLAN, der hat sein Handy, der braucht ein leichtes Geschäft, das haben wir. Und der denkt in erster Linie nicht unbedingt an Teamaufbau, aber mit Affiliate kann man den immer kriegen, weil es einfach sich nach einem schnellen Business anhört. Und ein digitaler Nomade, ihr wisst es selber, der ist immer woanders. Und dafür ist unser Geschäft ja auch genau richtig. Mhm. Aber dass man sich das immer wieder vor Augen hält, wie dieser Mensch lebt. Mhm. Er sitzt nicht irgendwo in der Stadt fest, fix und in seiner Wohnung. Aufgrund der komischen Mikrobe vielleicht gerade doch, aber ansonsten. Ja, vielleicht wohl. Aber da findet man ja immer Wege, wie man sieht. Ja, aber das fand ich schon spannend. Ja, super, ja, danke dir. Was ich dabei natürlich dann auch interessant finde, wenn es generell um diese Gruppe geht, und das ist dann so eher mein Ansatz, den ich praktizieren werde, es gibt halt ganz, ganz viele Menschen in diesen Gruppen der digitalen Nomaden, da sind auch 20.000 Leute drin in so einer Gruppe, und da sind halt sehr, sehr viele Menschen, die träumen davon, ja, sich von unterwegs aus Geld verdienen zu können, ja, von überall aus der Welt arbeiten zu können, und die wenigsten aber davon tun es wirklich. Ja, sondern viele sind einfach in der Gruppe drin, weil sie das Thema interessiert. Und das ist eher, den Ansatz sehe ich für mich, ja, dass ich somit ganz bewusst an diese Menschen rangehe. Und man sieht natürlich oftmals dann auch über das Facebook-Profil, ist derjenige schon digitaler Nomade, ja, weil du halt das an den Fotos siehst, wo er gerade seinen Lebensunterhalt verdient. Oder ja, ist er halt noch in seinem normalen Rad, in seinem Hamsterrad und möchte aber gerne. Und da können wir dann ja womöglich auch die Tür öffnen zu den Informationen, die dieser Mensch benötigt.
Ne? Ganz klar, aber das sind ja auch Menschen, die von Network Marketing oder so vielleicht noch nichts Gutes oder noch gar nichts gehört haben. Ja. Und ich glaube, dass das abschreckend ist, auch für Anfänger. Ich glaube, dass dieses Empfehlungsmarketing viel, viel sinnvoller ist. Das hört sich erstmal viel entspannter an. Und dieses Network Marketing sucht man, glaube ich, gut finde als, also, Entschuldigung. Vokabular entfernen. Bin ich aber bei dir. Network Marketing ist etwas, was man nicht mehr nutzen braucht. Ja, wir reden oftmals davon, wir haben hier eine Weiterentwicklung dieser Industrie, Network Marketing. Aber ja, wir reden natürlich auch gerne über Affiliate Marketing. Wir reden gerne über Social Networking. Ja. Genau. Soziales Netzwerken finde ich auch sehr, sehr passend dazu. Dirk? Ja, oder was ich im Begriff ganz gut finde, Social Sharing Business. Und dann habe ich schon ein paar Mal dazu gesagt, wir nehmen die Vorteile vom Affiliate und Network Marketing und lassen die Nachteile weg. Mhm. Und erkläre dann noch kurz, dass wir halt, und ist auch gut zu fragen, kennst du schon Network Marketing? Weil wir haben keine Starterpakete, keine monatlichen Verpflichtungen, Provision zu bekommen. Also das so ein bisschen als Alleinstellungsmerkmal, dass man es halt anders nennen kann, Social Sharing Business, weil es natürlich wie andere Unternehmen auch ein Konsumentennetzwerk ist und durch die reine Empfehlung kann man Geld verdienen. Ja. Genau, also vielleicht zur digitalen Nomadengruppe ganz kurz. Wir sind zu fünft, wir sind voll. Wir haben gerade erst angefangen. Wir haben jetzt unseren zweiten Call hinter uns. Wir sind noch nicht so wirklich ins Tun gekommen. Also da rede ich jetzt vor allem von mir selber. Ich werde das diese Woche erst anfangen. Aber ich weiß, dass der Marc schon sehr aktiv war und auch schon seine erste 3-Gruppe daraus erzielt hat. Will vielleicht Marc oder Roman noch kurz was dazu sagen? Okay, die Kerstin winkt. Okay, Marc und Roman sind gerade nicht bei uns. Kerstin, dann bist du dran. Ich bin gerade dabei, meine Hände einzucremen, dass ich habe nicht gewunken. Zu spät. Ich weiß nicht, Iris, ich sehe dich gerade. Willst du vorab was sagen zur Gruppe? Ja, gerne. Dann starten wir. Also, wir sind jetzt zu viert, wobei wir die vierte noch nicht jetzt im Call dazu bekommen haben. Aber wir drei haben uns jetzt schon, ich glaube, 3-mal oder 4-mal getroffen. Und es ist genauso, wie der Hendrik das auch vorhin gesagt hat. Wir müssen schauen, was wir für die Menschen tun können. Also das heißt, wir sind auch sehr positiv unterwegs, also mit schönen Aussagen, nicht mit negativen Aussagen. Und wir haben natürlich großes Glück, dass Kerstin dabei ist, denn die trainiert uns ja ein bisschen. Und Kerstin und ich sind auf einem ganz neuen, also wir sind beigetreten bei Clubhouse. Das ist natürlich auch ein ganz toller neuer Weg, wo man wirklich nicht mehr aufhören kann, Leuten zuzuhören. Da ist auch richtig Social Media, also ich glaube, dass man da auch viel, viel mit erreichen oder machen kann. Also ich freue mich schon, wir treffen uns montags und donnerstags. Das ist ein schöner Austausch und ich glaube, es bringt uns alle weiter. Sehr und natürlich schön. Haben wir halt Glück, dass Kerstin dabei ist. Sehr schön. Gut. Ja, danke dir, aber viel zu viele Blumen. Als du Donnerstag raus warst, haben Ute und ich tatsächlich fast noch eine halbe oder dreiviertel Stunde nachgearbeitet. Und wir haben ja unsere Zielgruppe Frauen 50 plus, da gehören wir ja nun alle zu. Und es gibt so interessant, also die digitalen Nomaden haben ihre Herausforderungen, Frauen 50 plus auch. Und wir haben unsere Instagram-Profile mittlerweile überarbeitet und haben festgestellt, mit diesem direkten Pitch, hallo, wir haben hier ein tolles Produkt, klicke hier oder so, das bringt überhaupt nichts. Also überhaupt kein Pitch Richtung Ruth, alles raus, erstmal gesäubert. Ich bin jetzt im Clubhouse drin eine Woche. Das ist wirklich was süchtig macht, vor allen Dingen mich süchtig macht, weil ich jemand bin, der gerne kommuniziert. Und ich muss feststellen, in dieser Vernetzung da tatsächlich, ich habe keine Ahnung, wie man eigentlich Social, also wo das Thema, was du noch sagen möchtest oder trainieren möchtest, wie ich Kontakte über Social Media aufbaue. Ich habe in der Woche unfassbar viel gelernt. Ich habe gerade mal geguckt, ich bin tatsächlich mittlerweile mit ganz vielen Leuten vernetzt, die 60.000 Follower haben auf Instagram oder so. Und es geht einfach darum, die Leute da abzuholen, wo sie sind. Wir hatten letzte Woche, Iris, ja mal eine Frage, sind die Frauen 50 plus überhaupt auf Instagram oder in den sozialen Medien vertreten, war ja mal so eine Frage.
Und ich sage mal so, im Clubhouse bin ich, da bin ich die, echt die, die Social Network Oma. Ne? Also da, ich habe einen Menschen getroffen in der Woche, der war an die 50. Alles andere ist irgendwie zwischen 18 und, weiß ich nicht, 26 oder 30, wenn es hochkommt. Das ist schon mal ganz spannend. Und ich muss mir jetzt die Frage beantworten, was mache ich mit diesen Kontakten? Und Ute und ich, wir haben tatsächlich nochmal so herausgefunden, wir sind durch diese ganze Network, ich sage jetzt mal Scheiße, um das jetzt mal so ganz platt abzukürzen, wirklich völlig auf dem Fehlweg gewesen. Wir sind immer nur in der Denke, was muss ich an manipulativen Posts schreiben? Wie muss ich eine doofe Frage stellen, damit er von selber draufkommt, dass er dieses Produkt braucht? Und das ist, finde ich, mittlerweile völliger Bullshit. Und das ist das, was ich von Clubhouse jetzt auch mitnehme. Es geht tatsächlich erst mal darum, mit den Menschen in Kontakt zu kommen und für ein Thema zu stehen und nicht für ein Produkt zu stehen. Ute und ich, wir haben auch noch mal sehr intensiv rausgearbeitet, dass, oder wir haben zu dritt, glaube ich, noch drüber gesprochen. Wir sind alles Part-Time-Networker. Wir haben alle eine Familie, die wir versorgen. Wir haben alle einen Job, in dem wir sind, Teilzeit, Vollzeit, wie auch immer. Und nebenbei machen wir noch Network. Und deswegen ist unser Fokus, anders als ihr das vorhin in den Gruppen hattet, eher der Aufbau von tatsächlich von Produktkunden. Weil das Konzept, was Clayton hat, und so habe ich es zumindest verstanden, ist, nur wenn du ein gutes Produkt hast, hast du auch ein Business. Und insofern mache ich mir diesen Stress gar nicht, mit Menschen und mit Influencern über Business erstmal ins Gespräch zu kommen. Ich würde eher mal so über das Produkt gehen. Und natürlich erwähne ich, wenn jemand mit dem Produkt in Berührung kommt, dass da auch ein einfaches Businessmodell dranhängt. Das darf nie alleine stehen. Aber für uns war so die Quintessenz, dass wir eher da über das Produkt, also auf der Suche nach Produktkunden, eher so mit den Leuten in Kontakt treten. Wenn sich jemand anderes für Business interessiert, dann ist das sicherlich auch ein netter Nebeneffekt, aber unser Fokus liegt da einfach drauf. Und wir glauben auch, dass ich persönlich weiß für mich, ich werde mit vielen Frauen in Verbindung kommen, die Mütter sind, also die eine Familie haben, die teilweise wirklich auch nebenbei in unserem normalen Leben angestellt sind, wie auch immer, und die noch eine Nebentätigkeit suchen, um Geld zu verdienen. Und das sind ganz spannende Entwicklungen, die sich da raustun. Und ja, also es gibt viel Input, aber es gibt eben auch viel Klärung, gerade in dem Gespräch mit uns. Und wir kommen da Schritt für Schritt voran. Ja. Aber ich glaube, diese Gretchenfrage tatsächlich zu beantworten, und da bin ich ja auch noch gar nicht wirklich klar, was ist meine Zielgruppe und welchen Wert gebe ich oder hat meine Gruppe davon, dass ich da bin oder dass ich mit denen in Kontakt bin, das klar beantworten zu können. Also da merken wir einfach, wir drehen immer so die ein oder andere Schleife, nähern uns langsam dem Kern. Aber dieses alte Marketing-Denken aus dem Kopf rauszukriegen, finde ich, ist für mich die größte Anstrengung. Mhm. Also auch bei jedem Post zu überlegen, wie muss ich ihn formulieren, damit die Leute anbeißen, ist völliger Schwachsinn, sondern eher mehr zu sich zu kommen, zum Thema zu stehen und so die Leute einzuladen. Und vielleicht nochmal abschließend, was mir auf Clubhouse in diesen Diskussionen, ich war da jetzt in einigen Gruppen drin, echt aufgefallen ist. Ich bin ja eine Frau 50 plus, aber auch mit anderen. Es kommt nie das raus, was du denkst, was deine Zielgruppe braucht. Sondern in den Diskussionen, und das bestätigen auch die ganz Großen, ergeben sich Themen, da wärst du im Leben nicht drauf gekommen, dass die relevant sind. Und die Offenheit zu haben, finde ich extrem spannend. Und deswegen ist dieses Medium auch entspannt, ja, sehr spannend, weil man da in der im direkten Gespräch nur, genau, mit der Stimme von den Leuten, mehr Marketingmöglichkeiten hat man ja nicht, tatsächlich über Themen spricht, die relevant sind. Ja. Ich bin seit Freitag auf Clubhouse. Ich habe noch nicht richtig dahinter gefunden, wie ich da, also ja, da brauche ich noch Nachhilfe. Aber ich denke mal, das ist ein ganz wichtiges Thema, auch neue Medien, neue Plattformen zu kreieren. Ich glaube, die waren nie so relevant wie jetzt. Wir haben zwar Facebook und Instagram und jeder redet nur von Facebook und Instagram, aber es gibt inzwischen so viele andere Plattformen, wo man vielleicht auch mal, ja, also es gibt, was mir jetzt so, und da können wir auch Erfahrungsberichte untereinander austauschen, weil ich weiß für mich, Facebook, Dirk, ich habe dich gesehen, ich bin auch gleich soweit, dass man auch da vielleicht, ich möchte zum Beispiel, ich nutze Facebook ja einfach um mit denen, die ich Kontakte habe, aber ich möchte da gerade nicht tiefer reindringen. Also ich möchte mir gern was aufbauen. Nochmal ganz von vorne starten mit neuen Leuten, mit ganz anderen eigenen Werten auch, weil du hast Werte auch angesprochen, ne? Was sind die Werte, die anderen, ich glaube, jeder muss erstmal wissen, was sind seine eigenen Werte, um dann die Leute auch anzuziehen, die gleichen Werte mit vertreten. Also sehr schön, danke. Jetzt möchte ich gar nicht so lange reden, weil er dir gerne was sagen möchte. Ja, zum einen hätte ich gern gewusst, was Clubhouse ist. Ich glaube, ich habe da irgendwas verpasst. Geht mir auch so. War ich dabei oder was?
Vielleicht in einminütiger Zusammenfassung, damit es nicht so lange wird. Und wenn jemand sich für TikTok-Marketing interessiert oder LinkedIn-Marketing, ja. Keiner, also TikTok. Ihr beiden nicht schon mal? TikTok sind die Chinesen da, die kommen bei mir nicht aufs Handy drauf, definitiv nicht. Okay, ja, das, vielleicht wäre das was für den Roman oder so, also für die, ist eher für die jüngere Generation, aber die werden auch immer älter. Hat den Vorteil gegenüber Facebook, dass ein Video, das du vielleicht schon in der zweiten Woche machst, mit Glück viral geht. Das heißt, das hast du bei Facebook ja nicht mehr, dass du irgendwie 100.000 Aufrufe hast von einem ganz kurzen Video. Und das ist der Vorteil bei TikTok. Aber klar, es gibt immer die Schattenseiten. Und LinkedIn gibt es, wer sich dafür interessiert, also für den internationalen Teamaufbau, gibt es einen sehr guten Kurs. Könnt ihr gerne auf mich rantreten. Für 13 Euro meistens kostet der bei der Lernplattform Udemy. Und das ist ein sehr guter Kurs, den mache ich auch gerade. Und ja, LinkedIn funktioniert auf jeden Fall, das habe ich schon bemerkt. Ja LinkedIn ist sicherlich als Businessportal und für den internationalen Aufbau mega spannend. Andere sagen wiederum, es ist halt sehr langweilig in der Darstellung. Aber jeder, schau mal, darum geht es ja. Es gibt so viele Social-Media-Profile, es werden immer mehr. Und womöglich sind die Giganten, die heute wir als Giganten sehen, wie Facebook, ist vielleicht in ein paar Jahren nicht mehr der Fall. Ja? Und insofern, man darf sich neuen Dingen öffnen. Ich werde mich jetzt nicht mit Clubhouse beschäftigen, aber ich würde es jedem womöglich empfehlen, der Bock hat auf eine ganz neue Geschichte. Ne? Also nochmal was zu LinkedIn. Die haben das letzte halbe Jahr extrem viel umgestellt. Also das ist nicht mehr das LinkedIn von vor einem Jahr. Also die gucken sich auch an, was macht Facebook mit seinen Stories, und es geht auch mehr Richtung Content-Erstellung, also nicht nur dieses Profil-Ding. Also die, da tut sich auch was. Ne? Ja. Gut, ihr Lieben, also lasst uns dann kurz mal zum Thema. Danke erstmal für euren ganzen Input. Und ich glaube, da... Also ich die Frage, Clubhouse, sorry, ich muss noch mal... Ja, klar, wer will ganz kurz? Iris, Kerstin, wer will da ganz kurz was zu sagen? Wer kennt sich aus? Also Clubhouse ist eine App, die du aufmachst, da legst du ein Profil an, kannst eine Biografie schreiben, was für dich jetzt wichtig ist zu wissen oder über dich wichtig ist zu wissen. Und wenn du die App aufmachst, steht da drin, welche Räume gerade eröffnet werden, also sogenannte Diskussionsräume. Du kannst jederzeit mit einem Klick so einen Raum aufmachen, Thema geben, losreden, und dann können Leute schlicht und ergreifend dazukommen. Und du hast die Möglichkeit, in dem Raum, wenn du in der Diskussion drin bist, aus deinem Netzwerk Leute noch mit dazu zu holen und so den Raum also die Menge der Zuhörer aufzubauen. Und es geht nur über Sprache, es wird nur diskutiert. Und es geht nur für Menschen, die ein iPhone haben. Es ist keine Diskriminierung. Und man muss auch eine Einladung bekommen, um da reinzukommen. Man kann man kann sich einfach schon mal anmelden, würde ich dann jedem sagen, der ein iPhone hat und daran interessiert ist. Du musst aber dann warten, bis jemand dir den Eintritt, der schon drin ist, ermöglicht. Das ist im Moment, die sind in der Beta-Phase da. Und also ich sag mal so, TikTok, vielleicht noch mal zu dir. TikTok hat, ich habe heute 4-Stunden-Call damit gemacht. Also wenn man drin ist, kommt man gar nicht raus. Das ist so ein Mehrwert, der in den Diskussionen entsteht, habe ich noch nie erlebt, weil es wirklich, wie haben Sie gesagt, die Gedanken, die man hat, die Themen, für die man steht, über die Stimme transportiert und dann eben direkt diskutiert, ist schon ziemlich, ziemlich genial. Ich bin in so einer Gruppe drin, die eine hohe Wertigkeit haben, also einen respektvollen, wertschätzenden Umgang miteinander, und es geht, heute ging es eben primär auch um TikTok, interessanterweise in dem Clubhouse, in der Clubhouse-Diskussion. Ich war da noch nie auf dieser Plattform, ich kenne die gar nicht. Habe mich aber dabei erwischt, dass ich gedacht habe, vielleicht sollte ich da doch noch mal reingucken, weil wirklich trockene Themen wie Steuern, Finanzen, Versicherungen oder so, da sind welche, die machen über TikTok einfach Mehrwert-Videos, also Mehrwert liefern über Videos, und das ist das, was du, glaube ich, auch gerade gesagt hast. Und Leute suchen immer mehr nach Mehrwert. Die suchen nicht nach Marketing-Gags oder irgendwie, sondern sie haben ein Problem und wollen eine Lösung dafür haben. Und wenn du Videos hast oder solche Angebote, die da eine Lösung bieten, dann können die viral gehen. Und das bietet übrigens Facebook nicht mehr und LinkedIn auch nicht. Die sind so kommerziell geworden mit ihren Advertising, dass das in den Hintergrund geraten ist, was über TikTok und Clubhouse meiner Meinung nach jetzt wieder hochgeholt wird, nämlich die Kommunikation und der Mehrwert unter Menschen. Ja. Kerstin, du gibst mir dem Wort Mehrwert eine gute Möglichkeit, überzuschwenken zum Thema, nämlich, also grundsätzlich erstmal, ich fand jetzt allein in den Kommentaren eines jeden Einzelnen aus den unterschiedlichen Gruppen war schon sehr, sehr viel drin, ja, für jeden Einzelnen, was man sich mitnehmen kann, worauf man achten darf.
auch nochmal vorweg für alle, jetzt auch die Neuen unter uns, diejenigen, die noch nicht in einer Gruppe drin sind, auch diejenigen, die das Video sich in der Aufzeichnung anschauen, noch nicht in einer Gruppe drin sind. Es gibt zwei Möglichkeiten. Mache dir Gedanken, welches dein Thema ist, welches deine Zielgruppe ist. Kreiere eine eigene Gruppe, was einfach heißt, ich will jetzt eine eigene Gruppe mit dieser Zielgruppe gründen. Wer möchte dabei sein? Ja, und schreib das bei uns in die Telegram-Gruppe rein und find über diesen Weg Menschen, mit denen du dich dann einfach näher austauschst. Ja? Hol dir womöglich ein Feedback, hol dir Erfahrungswerte von Leuten, die vielleicht schon ein bisschen länger dabei sind. Aber wie gesagt, kreiere gern deine eigene Gruppe. Wir vermitteln gerne, ja, wenn du ein Thema hast, werden wir dir gerne sagen können, hey, sprich mal diese Person an oder diesen Menschen an, weil der könnte gut dazu passen. Ja, also das wäre Aufgabe Nummer eins oder Möglichkeit Nummer eins. Du erstellst deine eigene Gruppe, du kommst ins Tun und wenn du uns Hilfe brauchst, um das ganze Thema für dich nochmal einfach von Anfang an aufzubauen, kann man sich gerne unsere Aufzeichnung der letzten Wochen anschauen, der sonntäglichen Trainings. Oder ja, wir stehen auch gerne natürlich für ein persönliches Gespräch zur Verfügung. Und die zweite Möglichkeit ist halt, schließt sich einer der jetzigen Gruppen noch an. Ja, wobei, wie gesagt, da ja meistens schon die Gruppen auch einfach geschlossen sind, weil irgendwo auch eine Grenze da ist, um eine gute Kommunikation hinzubekommen. Ich denke, eine Gruppe sollte nicht zu groß werden. Aber du bist gefordert. Ja? Eigeninitiative, eigenes aktives Angehen, einfach mit dem Thema sich auseinandersetzen und genau, und dich zeigen, dass du gerne mit aktiv sein möchtest. Okay. Und ja, jetzt schwenken wir so ein bisschen um, wobei wir bei diesem Thema Social Media bleiben, weil mir das heute ganz wichtig war, dass wir jetzt in einer Phase sind, wo jetzt Arbeitsgruppen gegründet worden sind, wo sich Arbeitsgruppen Gedanken darüber machen. Zielgruppe ja, wo finden wir sie, wie sprechen wir sie an? Jetzt geht es natürlich auch darum, ein paar Hintergrundarbeiten zu leisten, weil wenn du jetzt anfängst, mit deiner Zielgruppe zu kommunizieren, ja, dann werden diese Menschen dich finden, nämlich auf Social Media. Ja, zumindest dann, wenn du in der Kommunikation mit denen bist, auf irgendeinem Social-Media-Kanal und die deinen Namen sehen, werden diese Menschen wissen wollen, wer du bist. Das heißt, die Leute suchen dich. Ja, sei es auf Facebook, sei es auf Instagram, sei es auf irgendwelchen anderen Kanälen. Und deswegen ist eine der ersten Aufgaben, die jetzt jeder von euch zu bewerkstelligen hat, und wir haben gerade aus einer Gruppe gehört, ich weiß gar nicht, welche das war, ja, wir haben erstmal unser Facebook-Profil aufgearbeitet, Kerstin war das, ne? Aufgeräumt, und genau darum geht es, nämlich genau das zu tun, sich selber auch wiederum, so wie ein Adler, wie ein Falke aus der Ferne betrachtet, mal das eigene Facebook-Profil anzuschauen, das eigene Instagram-Profil, das Sync-Profil, das Instagram-Profil und zu gucken, wie wirke ich dort eigentlich? Ja, was erkennen die Menschen dort, wenn sie auf mein Profil gehen? Und auch das ist heute schon gekommen in einer der Gruppen, nämlich, dass wir nicht über Network Marketing posten, dass wir nicht unser Produkt promoten. Wenn du jetzt aktiv auf Menschen zugehen möchtest und jemand geht auf dein Profil und sieht sofort Root, Clean Slate, Root, Clean Slate Network Marketing, okay, dann weiß der alles, dann weiß diese Person alles. Ja, und wenn den das nicht interessiert, weil er ein Vorurteil hat, weil dieser Mensch vielleicht schon mal etwas Ähnliches gesehen oder gehört hat, dann wird dieser Mensch vermutlich die Lust verlieren, sich weiterhin mit dir auszutauschen. Also geht es darum, sich sein eigenes Profil anzuschauen und das womöglich zu überarbeiten. Und das darf jeder tun. Und da darf jeder auch der eigene Maßstab sein. Ich sage ganz ehrlich, auf mein Facebook-Profil muss von euch aktuell niemand gucken, weil mein Facebook-Profil ist aktuell kein Business-Profil. Es ist einfach ein sehr politisches Profil, in der Politik gegen... Genau, es sind meine Werte. Es ist meine Sicht auf das, was da draußen gerade durch unsere Politik, durch unser Weltgeschehen manipuliert wird. Und da äußere ich mich sehr hardcore, da äußere ich mich sehr straight zu, da habe ich eine ganz klare Meinung zu. Deswegen ist mein Facebook-Profil jetzt nicht euer Maßstab. Ja? Aber wer mein Buch liest, und jeder von euch dürfte das mittlerweile sich gratis downloaden haben, wenn er es denn möchte, dann geht es genau darum, weil dort in diesem Buch erkläre ich diese Anfänge ja auch. Ja? Keine Politik, ja? Keine, ja, kein,
kein Glauben, ja, keine Kirche, keine Diskussionen dort ermöglichen, wo es um dieses Thema geht, sondern es geht immer darum, wofür möchte ich stehen? Welchen Mehrwert möchte ich bieten? Welche Lösung möchte ich sein für welches Problem? Und das sind Dinge, da gilt es, sich Gedanken drüber zu machen. Und wir haben auch gerade dieses Wort von Kerstin gehört, ja, Mehrwert. Wir haben auch darüber gesprochen, mache dir Gedanken, welche Lösungen du bieten kannst. Du hast jetzt in dieser Arbeitsgruppe eine ganz spezielle Zielgruppe. Und wir haben darüber gerade schon etwas gehört. Und diese Zielgruppe, die sucht etwas. Ja? Und du willst etwas bieten. Du willst denen eine Lösung bieten. Ja? Du willst ihnen eine Lösung bieten. Du willst als Expertin, als Experte dastehen für dein Thema. Und da ist es egal, ob Frauen über 50 oder das Thema Gesundheit. Du willst als die Person dort stehen und diesen Eindruck willst du vermitteln. Und deswegen ist es wichtig, dass jemand, der so in der Kommunikation mit dir ist und dann dich mal eben googelt und dann auf deinem Facebook-Profil irgendwie Hundefotos sieht, ja, 20 Stück hintereinander weg, oder wo du dein Essen postest in irgendwelchen Dingen oder wo du gerade hardcore saufen warst mit deinen Kumpels, dann wird es ganz schwierig. Ja? Also, wenn du ein Facebook-Profil hast, oder ein Instagram-Profil und das ist das Business-Profil für dich, dann bitte mache dir genau darüber Gedanken, wie wirkst du dort, ja, und wo bietest du Lösungen. Weil darum geht es. Bitte. Ganz kurz. Ja. Was ich auch wichtig finde, wir verkaufen ja im Grunde genommen auch Lifestyle. Das ist ja das, was wir nach draußen bringen wollen, dass jeder in die Selbstverantwortung kommt und auch seinen eigenen Lifestyle leben kann. Und ich finde, das sollte auf dem Profil auch rüberkommen. Absolut. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Das Thema habe ich hier mit den Palms gerade. Und Susanne hat einen ganz tollen Post gemacht. Der ist 34 Mal geteilt worden. Ja, und was ist nicht drauf? Ihr Slogan. Ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig. Das hat so viel Reichweite bekommen, aber sie denken da nicht dran. Und ich finde das ganz wichtig, dass man wirklich seinen Lifestyle zeigt. Für was stehst du? Ja? Genau. Und das gilt es für dich immer wieder im Hinterkopf zu haben und sich darüber Gedanken zu machen. Jetzt kommen schon die ganzen Fragezeichen auf, ja, in den Köpfen. Ja, noch mal einen Hinweis, finde ich, für was stehst du? Also ich sage mal, das kann ich jetzt von mir aus auch sagen. Da geht es jetzt um Nischen, um Spezifisches, nicht um dieses Ganze. Ne? Also dieses klassische Beispiel, wenn ich für Diäten stehe, das ist viel zu allgemein, sondern es geht darum, wirklich spezifisch hinzugehen und zu sagen, ich stehe für Diäten für Frauen in der Schwangerschaft oder irgendwas. Weil, also ich sage mal, das ist gerade so mein Thema. Ne? Ich komme aus dem aus der Ecke Beratung und Consulting ursprünglich auch. Und das ist ja originär, da hat man so einen Bauchladen, man kann ja eigentlich alles und wird überall gebraucht. Und das ist völliger Schwachsinn, weil du kommst damit überhaupt nirgendwo an. Das ist zumindest meine Erfahrung da. Und sich auch zu trauen, ja, unterzubauen. Ja, jetzt musst du natürlich gucken, Kerstin, umso kleiner deine Nische ist, umso schwieriger wird es damit natürlich, regelmäßigen Input zu liefern. Ja? Also geht es auch dann darüber hinaus, sich Gedanken zu machen über deine Werte, ja, über deine Sicht auf das Leben, ja, und diese Dinge auch zu vermitteln. Und da sind wir dann wieder bei Lifestyle, ja. Wofür stehst du? Bist du diejenige, die sich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung, mit Mindset beschäftigt? Ja, dann poste genau diese Dinge. Bist du jemand, der häufiger, was jetzt gerade schwieriger ist, mit persönlichen Gesprächen, aber womöglich häufiger in Zoom-Calls drin ist, wo es um ein wichtiges Thema ging, ja, wo es um das Thema in deiner Zielgruppe ging? Dann poste diese Dinge. Ja, weil es geht darum, dass du dich es geht nicht darum, ganz wichtig, nicht fake it until you make it, also ja, zeig irgendwas so lange, bis du es irgendwann erreicht hast, ja, also lass dich vom roten Ferrari fotografieren und tu so, als ob das deiner wäre, das definitiv nicht, das ist genau der falsche Weg, ja, sondern authentisch zu sein, ja, da, einfach der zu sein, der du wirklich bist und für was du stehen willst und für was du stehst und für deine Werte und ja, bringe deine Meinung schon nach vorne, ja, und bringe einen Mehrwert. Ich habe das damals so angefangen, in meiner Anfangszeit war das halt so,
Ihr wisst das, also zumindest alle bestehenden Leute, meine Zielgruppe waren immer die Networker nur. Ja? Und ich habe halt dann angefangen, mir Gedanken zu machen, was ist das größte Problem der Networker da draußen? Und da ging es immer um dieses Thema, ja, wie generiere ich Kontakte, ja, oder wie schreibe ich Leute ein, oder, und dann habe ich dazu Lösungen geboten, Kurzvideos oder einfach nur einen Blogartikel, ich hatte damals noch einen eigenen Blog, habe ich Blogartikel geschrieben und habe diese Dinge promotet, das heißt, ich habe mich einfach in etwas reingearbeitet, wobei ich auf diesem Weg auch viel für mich gelernt habe, weil ich dann mich damit, ich habe recherchiert, ich habe gegoogelt, ich habe gelesen, und habe ich die Dinge für mich gelernt und habe dann dieses Wissen vermittelt. Das heißt, der Mensch, der mich beobachtet hat, weil ich mit ihm eine Freundschaftsanfrage gestellt habe, weil ich mit in der Kommunikation mit ihm war, der ging auf mein Profil und hat immer gesehen, oh, der Brockmann, der liefert immer irgendeinen Mehrwert, Lösungen, ja? Irgendwelche Ziele, irgendwas Positives. Es waren immer nur diese Dinge. Und das darfst du auf dich jetzt runterbrechen. Was ist es für dich? Für was willst du stehen? Wo sind deine Lösungen, die du bietest? Wo ist der Mehrwert, den du bietest? Ja? Wie stehst du? Wie ist deine Sicht auf das Leben? Ja? Lifestyle, Sport, Spaß, Geselligkeit, whatever. Es geht ja genau um diese Dinge, dass du ein authentisches Bild darüber nach außen hin bringst. Und dann ist eins wichtig. Und jetzt machen wir den Schwenk rüber. Jetzt haben wir dieses Profil erstellt, ja, überarbeitet. Wir wissen, wofür wir stehen. Und jetzt gilt es, sich darüber Gedanken zu machen, natürlich, wie gehe ich jetzt an, wo ist meine Zielgruppe, wie gehe ich an diese Zielgruppe ran, jetzt gehe ich in die Kommunikation mit diesen Menschen. Und jetzt kommt etwas ganz, ganz Wichtiges, weil das ist auch das, was ich so ein bisschen mit Peter besprochen hatte, das hatten wir auch heute Morgen so ein bisschen mit Thomas Hinze besprochen. Wir haben da draußen erleben wir immer wieder die Situation, ich muss es aus meiner Sicht erklären, wenn mir jemand Freundschaftsanfrage stellt, ich gehe mit demjenigen Menschen in die Kommunikation, dann merke ich immer, fast immer, dass dieser Mensch nur ein Interesse hat, nämlich sein Ding durchzudrücken, seine Idee mir zu promoten, sein Produkt, sein Network, was auch immer. Und das ist der große Fehler, den die meisten Networker dort draußen machen. Denn wir dürfen eines verstehen, dieser Interessent, der jetzt mit dir in die Kommunikation gegangen ist, dieser Interessent, der zu deiner Zielgruppe gehört, dieser Interessent hat seine eigenen Probleme, seine eigenen Herausforderungen. Und wir müssen uns über eines klar sein, dieser Mensch dort ist jetzt in diesem Moment der wichtigste Mensch, weil es geht um ihn. Es geht um seine Wünsche. Er hat eine Herausforderung, er hat eine Frage, er hat ein Problem. Er ist in der Kommunikation mit dir, weil du etwas dargestellt hast, weil du eine womöglich zu den Menschen gehörst, mit denen er sich gerne austauscht über das Thema Frauen über 50, über das Thema Gesundheit. Und dann ist es wichtig, dass du dich immer auch da in die Rolle dieser Person reinversetzt und eines dir deutlich machst. Dieser Mensch ist jetzt der wichtigste Mensch. Es geht jetzt nicht um dich. Es geht nicht um dein Ego. Es geht nicht um, was du da rausholen wirst für dich. Und dass du das Ziel hast, ihn so schnell wie möglich für dich als Kunde zu gewinnen. Sondern du wirst ihn dann für dich gewinnen, wenn du ihm eine Lösung bietest. Wenn dieser Mensch unterbewusst, das findet nicht bewusst statt, sondern unterbewusst, dass dieser Mensch das Gefühl hat, unterbewusst, du hilfst ihm. Du hast eine Lösung für ihn. Du hast eine Vision, die er gern mit dir teilt, weil er sich da wohl fühlt, das zu hören. Aber du gibst ihm irgendetwas. Das heißt also, um es ganz platt zu machen, ganz einfach auszudrücken, müssen wir uns einfach nur in dem Moment, wo wir in die Kommunikation mit anderen Menschen gehen, immer sagen müssen, ich bin nicht wichtig. Es ist nicht mein Ego, was jetzt befriedigt wird, mein Belang, das befriedigt werden soll, sondern es geht um den Menschen dort gegenüber. Und wenn wir mit so einem Bewusstsein in ein Gespräch reingehen, holen wir immer wesentlich mehr raus. Geht gar nicht anders. Ist ja, ne? Passiert unbewusst. Finde also
biete Lösungen für das Problem deines Kontaktes. Und dann findet eine Kommunikationsebene statt. Und dann ist dieserjenige auch offen zu sagen, ja Mensch, klingt doch spannend, würde ich gerne mehr darüber erfahren. Ja, gerne, lass uns so einen Dreier-Call machen, weil er das Gefühl hat, dass du ihm eine Tür öffnen kannst zu dem, was ihm wichtig ist. Ich muss mal gerade auf meine Notizen hier gucken. Genau. Vielleicht eins noch, was ich am Anfang ein bisschen vergessen habe zu sagen. Wenn wir in die Kommunikation gehen oder wenn der klassische Networker, der klassische Vertriebler dort draußen in die Kommunikation geht, dann ist es oftmals dieses, ja, ich habe ein tolles Business, ich habe ein tolles Produkt. Ja, viele übertreiben dann auch immer mit, wir haben das gerade das beste Produkt, was es auf dem Markt gibt. Ja, oder wir sind die einzigen, die. Ja, ich sage auch, wir sind die einzigen, die momentan flüssiges Zeolit auf dem deutschen Markt haben. Hier im Lager. Ja. Aber das ist ja nichts, um eine Vertrauensbasis aufzubauen, eine erste Kommunikation aufzubauen. Sondern hier geht es um andere Dinge. Nämlich das, was ich gerade sagte. Nämlich, wir dürfen unseren Kontakt nicht erschrecken. Wir dürfen unseren Kontakt nicht überfahren. Ja, mit unserem Wissen, mit unserer tollen Idee, weil wir doch so toll sind, weil wir so ein tolles Business haben, sondern wir dürfen immer in diese Geduld reingehen oder in die, wie sagt man noch besser, mir fällt jetzt das richtige Wort nicht dafür ein, aber eigentlich im Grunde genommen dieses, was ich gerade schon erklärt habe, nämlich dass dieser Mensch da drüben jetzt gerade das Wichtigste ist und wir versuchen gemeinsam eine Lösung für ihn zu finden. Und dann ist es seid ihr auf einer Ebene, weil er öffnet sich dir gegenüber und dann ist es leicht für ihn, auch mit dir den nächsten Schritt zu gehen. Ja, Demut, danke dir. Demut war genau das Wort, was mir gerade fehlte. Danke dir. Ja. Also, und was dann noch, und damit sind wir jetzt am Ende angekommen, was dann ganz wichtig ist, ist in dieser zwischenmenschlichen Kommunikation auch noch eines. Leichtigkeit, ich habe das Wort gerade schon mal genannt. Weil wir haben gerade in diesem vorherigen Call über dieses Thema gesprochen. Viel zu viele Menschen betrachten unser Geschäft immer noch viel zu kompliziert. Wir haben hier eine neue Form des Business. Wir haben etwas, was nicht mehr vergleichbar ist mit dem alten klassischen Network Marketing, was nicht vergleichbar ist mit Affiliate Marketing, weil es einfach viel mehr Möglichkeiten bietet. Aber wir dürfen bitte eines verstehen. Wir haben eine Arbeitsweise. Und diese Arbeitsweise umfasst unsere vier Schritte. Erster Kontakt, erste Information, die Dreierkonferenz und dann die Abschlussfindung, in die Entscheidungsfindung reinzukommen. Und solange du noch das Gefühl hast, unbewusst, dass du derjenige bist, der vom ersten Kontakt über die erste Information bis hin zum Schluss des Geschäftes alle Dinge selber übernimmst, verspreche ich dir eines, entweder wird es nicht funktionieren, aber ich kann dir sicherlich eines sagen, du machst es dir viel zu schwierig. Wenn wir verstehen, dass unser Geschäft total leicht ist und dass wir uns das auch hier oben in der Birne fest implementieren, dass wir ein ganz leichtes Business haben, wo es einfach nur darum geht, Kommunikation, Kontakt, Kommunikation, Kontakt, Kommunikation, Kontakt, wunderbar, Dreiergruppe, Dreiergespräch, Zoom-Call, Abschlussfindung. Und dann das Gleiche wieder, das Gleiche wieder, das Gleiche wieder. Es ist so leicht. Niemand von uns muss erst Kontakt, erst Informationen, ich präsentiere dem das Produkt, ich versuche dem das Produkt zu verkaufen, ich versuche den dann noch ins Geschäft reinzukriegen, den aktiv zu bekommen. Funktioniert. Womöglich funktioniert es für dich ein, zwei, drei Mal. Aber diese Menschen werden sich nicht weiter duplizieren, weil das viel zu kompliziert ist. Aber einfach nur Kommunikation, Austausch. Aha, Dreiergruppe, da ist jemand, der hat eine Frage, zack, ab in die Dreiergruppe. Kommunikation, Austausch. Aha, du hast eine Frage, wunderbar, danke dir, muss dir gerne mal die Stefanie vorstellen, die kann dir alle Fragen beantworten. Ganz einfach. Ich kann viel schneller arbeiten, weil es ist alles leicht.
ich habe eine Zielgruppe, ich habe eine Arbeitsweise, beziehungsweise ich habe jetzt eine Arbeitsgruppe, mit denen ich arbeite, wir gehen diese Menschen an und wir gehen in die Kommunikation, wir kriegen Feedback, wunderbar, danke Herr Heilpraktiker für die Frage, Mensch, das ist so eine wichtige Frage, ich möchte gerne mal eine Gruppe kreieren, weil da kriegen Sie alle Lösungen. Und schon kann ich mich auf die Nächsten konzentrieren. Und in dieser Dreiergruppe übernimmt jemand, der macht die Arbeit, der bringt die Argumente, die Fakten rüber. Du bist mit dabei, hörst einfach zu, hörst einfach zu, hörst einfach zu. Und in ein paar Wochen machst du das Gleiche mit deinen Leuten. Es ist einfach. Und genau dieser Flow darf kommen. Versuche mal ganz bewusst in der kommenden Woche dein Geschäft ganz leicht zu betrachten. Geh ganz leicht in die Kommunikation. Ja, ohne Druck. Ja, du hast fünf Tage, dein Ziel ist 5 Kontakte am Tag. Wunderbar, ganz leicht, mal eben so nebenbei. Ja, vorm Schlafen gehen, in der S-Bahn, in der U-Bahn, im Stau oder mal eben vorm Fernseher, kurz nebenbei. Einfach nur ganz locker, ganz gar nichts Schwieriges. Und wenn du dir das verinnerlichst, wirst du merken, dass der Flow ein ganz anderer wird. Wenn du nur eines dabei beachtest, immer dann, wenn eine Reaktion kommt. Du hast Aktion, ja, eine Reaktion, Ursache, Wirkung. Da kommt jetzt eine Aktion von deinem Gegenüber. Eine Frage, eine detailliertes Interesse zeigend. Und dann ganz leicht, alles klar, wunderbar, danke für die Frage. Ich stelle dir gerade mal den Peter vor. Zack, schnell eine Gruppe gegründet. Hey Peter, hier ist der Interessent sowieso, wir haben uns so und so kennengelernt. Ja, ich habe gesagt, ich gründe eine Gruppe, weil ich dich unbedingt vorstellen möchte. Zack, Peter übernimmt. Hey, hier kurz meine Story. Ja, das ist das, was wir tun. Hey, was hältst du davon? Wir treffen uns einfach mal in einem Zoom-Raum. Lernen uns kennen, gucken uns in die Augen, kriegen ein Gefühl füreinander. Ganz leicht funktioniert das. Das ist nicht schwer. Nichts von dem muss schwer sein. Wir machen es uns schwer, weil wir das Gefühl haben, wir müssten unserem Interessenten bis zum letzten Atemzug begleiten, bis wir ihn verloren haben. Oder bis er hoffentlich irgendwann mal ein Produkt gekauft hat. Und das ist der falsche Ansatz. Und da will ich euch einfach bitten, mal in euch reinzugehen, in euch reinzufühlen, ja, sich nochmal ganz bewusst mit unserer Arbeitsweise zu beschäftigen. Und ich habe ganz deutlich das Ziel, ihr hört es immer wieder raus, ich möchte, dass wir noch viel, viel mehr Dreiergruppen machen. Viel, viel mehr. Wir müssen 10-mal so viele Dreiergruppen hinbekommen, wie wir es jetzt schon haben. Dann werden wir explodieren, weil es für alle gleich ist. Weil derjenige, der in der Dreierkonferenz sitzt, erkennt, wow, das kann ich auch. Das ist leicht. Ich brauche nur Kontakte generieren und jemand anders macht die Arbeit. Und in ein paar Wochen bin ich so weit, dass ich mir das oft genug angehört habe und dann bin ich derjenige, der die Dreierkonferenzen macht für meine eigenen Leute. Ganz einfach. Und das war meine Botschaft an euch heute. Wenn uns das gelingt, wenn ihr das verinnerlicht, wenn ihr einfach mal ein bisschen loslasst und euch nicht mehr länger unter Druck setzt und versucht, alles selber zu machen, bin ich mir sicher, dass es für euch einfacher funktionieren wird. Ihr Lieben, wir haben schon 10 nach. Normalerweise hören wir immer nach einer Stunde auf, war jetzt ein bisschen länger als sonst. Danke für Feedback. Danke für Reaktion. Ich werde gleich die Aufzeichnung in die Gruppe reinstellen. Und freue mich natürlich auch auf eine Kommunikation und Reaktion. Und dann freue ich mich, Entschuldigung, auf alles, was kommen wird. Und auf viele, viele weitere Gespräche. Ciao. Danke. Macht's gut. Ciao. Ciao. Danke. Ciao.